Hopp. Dann. Den Hammer. Brauchen wir zwei Platten. Richtig? Richtig. Wie viele Artikel haben wir denn überhaupt? 3 Blöcke und 8 Wachen. Naja. Das dauert jetzt wieder einen kleinen Moment. In der Zwischenzeit können wir aber mal eine Sache hier zusammenbasteln. Okay. Da oben verrecken gerade Viecher. Und zwar das hier. Und dann machen wir mal Folgendes. Zack. Und wir fangen mal an zu dekorieren. Zwar mit dem Zeug, welches wir nicht mehr gebrauchen können. Also was heißt nicht mehr gebrauchen können, aber nicht mehr gebrauchen werden. Aber das ist eigentlich Blödsinn, denn wir können ja die hinzupacken. So. Zack. Aber jetzt mal das ganze Zeug jetzt erstmal bei dir. Gleich nochmal. Und dann kommt da auf jeden Fall schon mal der mit dran. 1816. Na, also man sieht schon, wie stark das Ganze ist. Und jetzt. Ja, also. Machen wir uns mal nicht vor. Das ist schon gut so. Viecher sterben aber auch in einer Lautstärke, ey. 50 von 50. Machen wir mal den hier. Ist ja auch ein bisschen schneller beim Abbauen. Schön. Habe ich natürlich weder Diamanten noch irgendwas anderes. Und ist der dicke. Habe ich den? Ne, habe ich schon weggepackt wieder. Ja, aber dann können wir hier nämlich schön nach und nach unser ganzes Werkzeug einfach mal upgraden. Hier ist nur Hide drin. Brauche ich nicht. Jackal und Hide. So, dann können wir gleich den Hammer zusammenbasteln. Ebenfalls sehr, sehr gut. Wir haben noch einen Block und 6 Barren. Und wir haben das größte Projekt, haben wir schon. Hammer. Aufgeteilt. Und auf geht's. 1960, das hat schon. Ist schon mächtig, finde ich sehr, sehr gut. Die Holzfäller-Axt. Eigentlich können wir auch eine ganz normale Axt eigentlich machen. Das ist eine normale Schaufel. Eigentlich does not consume durability. Also ist das hier im Grunde genommen die Axt, die wir aber denn damit herstellen. Holz.
Zwei Stücken Holz. Denn dann machen wir uns mal genau so eine Hatchet fix fertig. Also langsam haben wir denn aber eine ganz schön große Diversität an Werkzeugen, ne? So, ich brauche auf jeden Fall einmal 8 Kopfschablone. Das ist Holzfäller, also Breitkopf. Jo. Brauche ich die einmal. Das ist gut, dass du da drauf stehst. Gott sei Dank stehst du da drauf. Wo wären wir ohne dich? Machen wir den. Brauche ich das noch was? Was haben wir? Das haben wir. Nö. Seitwärts gelaufen, weil ich mich gekratzt habe. Sage ich aber keinen. Dann brauchen wir Gold. Tiere können wir auch gleich mal wieder füttern, sodass die mal wieder ein wenig Nachwuchs generieren. Ich brauche den Beikopf, ich brauche das und ach nö. Oh nein, wie ärgerlich. Scheiße, und ich kann es nicht mal mehr einschmelzen. Ganz großes Kino. Schön Material verschwindet mal wieder. Dann haben wir Beil. Beil. 641 versus 1816 ist relativ einfach. Was war hier gemacht? Das kann weg. Das behalte ich jetzt einfach erstmal aus Gründen. Schaufel. Eisenbreitbacke. Holzfäller. Können wir auf jeden Fall mal noch machen. Wobei, was heißt, könnten wir noch machen? Wie viel haben wir denn noch? Ein Block und zwei Barren. Halt, nein. Ist hier noch drin? Noch so ein bisschen. Ich brauche nee, die Holzfällerachse ist nicht mehr drin. Definitiv nicht mehr. Den können wir wieder einschmelzen. Gott sei Dank hatten wir ihn jetzt draußen. Okay. Das kann ich mir auch abschminken. Dann. Lassen wir es auch erstmal dabei, würde ich behaupten. Mich eh gleich mal wieder hinhauen. Hoch, halt, das war schon wieder ein Hirnfurz, wie man so schön sagt. Brauche ich noch ein bisschen Holz? Weiß gerade gar nicht mehr, wie viel ich genau brauchte.
glaube, es war nur einer, genau. Okay, gut. Halt. Das ist wieder sehr, 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 sehr fragwürdig, was hier passiert. Danke. Dann lassen wir sich mal die Tiere vermehren. Dafür brauche ich das. Ich nehme mal noch einmal mit. Und brauche das. Immer sogar noch einmal mit. Oh, stimmt. Ich kann Heuballen machen. Und das Ganze, das Kamera schon wieder komplett ausartet. Um mal auch die Stelle ein bisschen zu verschönern. Die Hütte zu die Hütte. Eins. So. Drei nämlich. Nicht denn schön mittig. Einmal da platzieren. Grundsätzlich die Möhren immer instant weg, was krank. Wirklich. Das doch gar nicht mehr. Achso, guck mal. Kann die dadurch schneller wachsen lassen. Ich brauche Leder. Aber nicht von Abstand. Und ich brauche Diamanten. Aber nicht nur Diamanten, ich brauche auch Saphire, die ich komischerweise irgendwie gefühlt nie unter der Erde finde, sondern grundsätzlich immer nur über der Erde. Also wirklich so absolut grundsätzlich. Das ist so blöd, ne? Dann gehen wir mal hier unten rein. Stelle mal wieder fest, dass ich keine Backen dabei habe. Stimmt, ich bin noch hier ausgewichen. Da.
da ich auf der anderen Seite Probleme hatte. So, drei. Also noch ist es nicht wirklich viel besser, das Werkzeug. Das ist mir auch bewusst. Aber es hat auch noch einen langen Weg vor sich. Denn mit jeder Aufstufung wird das Ganze wieder besser. Da ich ja dann neue Sachen hinzufügen kann, die es einfach stärker machen, die den Abbau beschleunigen, etc. pp. Höre ich hier auch schon wieder sehr, sehr viel Lava. Oder noch ist es ja Magma. Das klingt verdammt nah. Irgendwie erwarte ich jetzt gerade die ganze Zeit, dass ich hier instant anfangen muss zu rennen. Deswegen sage ich hier gerade nichts. Oder nur sehr wenig jedenfalls. Gut, jedenfalls nicht nach oben graben. Das ist machbar. Gott sei Dank, dass das nicht heißt, was uns hier auf den Kopf trifft. Tropft, nicht trifft. Tropft. Okay, so viel dazu. So, dann gib mir eine kurze Sekunde, ich bin gleich wieder da. So, da ist er auch wieder. Und ich werde dann gleich mal das Minecraft-Erlebnis vermutlich erstmal beenden, denn ich möchte nicht allzu viel. Denn das Ganze kommt auf YouTube. Ich muss das ja auch noch zurechtbasteln, sodass es ein bisschen passt. Werde aber gleich noch ein bisschen WoT streamen. Und im Anschluss vielleicht nochmal Warfarena, mal gucken. Und entsprechend werde ich hier jetzt einmal die Beschreibung ändern.
Kreator der Sport. Da? Und hier werde ich jetzt erstmal das Ganze beenden. Auf jeden Fall schon mal für die, die bis gerade eben zugeschaut haben und dann jetzt eventuell nicht mehr zuschauen wollen. Verständlich, natürlich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder.